Kommen wir zum Umgang mit Figuren in der Paarberatung. Dieser unterscheidet sich kaum vom Umgang mit Figuren in der Einzelberatung, mit der Besonderheit, dass sich jetzt Figuren aufeinander beziehen. Bei einem Beziehungsproblem ist ein Partner mit einer bestimmten Figur identifiziert, während eine andere Figur sich bereits in sein Verhalten eingemischt hat. Und das auf beiden Seiten. Bei einem Paarkonflikt stehen sich also zwei Problem- und zwei Lösungsfiguren gegenüber. Ich erinnere, eine Problemfigur steht für das Verhalten, mit dem jemand identifiziert ist und das auf Dauer zu einer schwierigen Lage führt. Eine Lösungsfigur zeigt ein Verhalten, das gegen diese Identität gerichtet ist und das zu Lösungen führen kann. Paarprobleme entstehen, wenn zwei Problemfiguren sich gegenseitig zu einem Verhalten veranlassen, mit dem beide Partner auf Dauer Probleme bekommen. Beispielsweise sagen zwei Partner, dass sie eine harmonische Beziehung führen. Was ist das Problem daran, dass sie seit einiger Zeit streiten? Hier zeigen sich bereits Problem- und Lösungsfiguren. Was muss man tun, wenn man eine harmonische Beziehung führen will? Eine Beziehung ohne Streit und ohne Differenzen? Man muss sich zurücknehmen, sich teilweise sogar verleugnen. Man darf nicht anders sein. Keine selbstbezogenen Interessen verfolgen. Wer mit Rücksichtnahme identifiziert ist, der bekommt Ärger mit sich selbst. Die Problemfigur sagt, ich bin ein harmonischer, ich nehme Rücksicht. Das Nicht-Ich sagt, ich bin ein Selbstbezogener, ich will mich verwirklichen. Die Problemfiguren der Partner erschaffen in unbewusster Zusammenarbeit das Beziehungsproblem. Das bedeutet, dass sich ihr Verhalten gegenseitig bedingt. Jeder glaubt, sich so verhalten zu müssen, weil der andere sich so verhält. Schauen wir uns einige Beispiele solcher Verhaltensweisen anhand der Conclips an. Bei jedem dieser Problemfigurpaare schaukelt sich das Verhalten gegenseitig hoch. Je mehr sie anklagt, desto schweigsamer wird er. Je mehr er bedroht, desto beschwichtigender wird sie. Je mehr sie bestimmt, desto mehr beklagt er sich. Je mehr sie kämpft, desto kälter reagiert er. Nun, wie erkennt man Problemfiguren? Das ist in der Regel nicht schwer und dazu gibt es einige Möglichkeiten. Wenn zwei ein Problem beschreiben, geraten sie in der Regel in das Problem hinein. Sie erzählen das Problem und zeigen es gleichzeitig. Ja, wir sind einfach zu unterschiedlich. Ich bin mehr introvertiert nach innen. Ich brauche mehr Ruhe. Sie ist extrovertiert, flatterhaft. Ja, du bist häuslich. Und du ziehst dauernd um die Häuser. Ja, hier ist es ja auch nicht mehr auszuhalten. Alles, was man tun muss, ist, Fragen zu stellen und dann zu beobachten, welche Figuren sich zeigen. Wenn das Erzählen nicht deutlich genug ist, kann man nach einer typischen Situation fragen, wegen der die Partner in die Beratung kommen. Man fragt, wie muss ich mir Ihr Problem vorstellen, wie läuft das ab? Geben Sie mir ein Beispiel. Wenn die typische Situation die Problemfigur noch nicht deutlich genug macht, kann man fragen, was die Partner tun müssten, um das Problem zu verschlimmern. Wie fängt das Problem an, wie verläuft es und wie endet es? Wenn man in die Details geht, liefern die Partner dann ein Drehbuch der Problemerschaffung, das die Problemfiguren erzeugt. Aha, sie sagen in einem gereizten Ton das und dann wendet sich der Partner ab und dann gehen sie ihm hinterher und dann stößt er sie weg und so weiter. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in eine Verkörperlichung zu gehen und sich das Problem zeigen zu lassen, so wie in Modul 3 beschrieben. So, mal so bleiben, ja? Also, sehe ich jetzt den Konflikt zwischen euch?
Ja. Ja. Sollten Partner dennoch Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten zu beschreiben, kann man nach ihrer Beziehung fragen. Wie nennt ihr die Beziehung? Ich meine, die Beziehung, wegen der ihr hier seid, die problematische Beziehung. Wenn eine Bezeichnung gefunden ist, kann man dann fragen, wer diese Beziehung führt. Und das sind dann die Problemfiguren. Beispielsweise sagen die Partner, sie hätten eine distanzierte Beziehung. Wer führt die? Vielleicht eine Nehmerin und ein Ironischer. Wenn es sich um eine verwundete Beziehung handelt, wer führt die? Vielleicht ein Beleidiger und eine Verletzende? Um von der Beziehung zu den Problemfiguren zu gelangen, geht man folgendermaßen vor. Lass dir die Situation schildern, wegen der Partner die Beratung aufsuchen. Lass den Partner diese Beziehung benennen, einen gemeinsamen Namen finden. Wechsle in die Sprachform der dritten Person und frage, was für ein Mann, was für eine Frau führen diese Beziehung? Wie genau verhalten die beiden sich? Benenne gemeinsam mit den Partnern diesen Mann und diese Frau. Das sind dann die Problemfiguren. Wenn die Problemfiguren klar sind, können sie erforscht werden, wie in den Modulen 2 bis 4 unter den Themen Arbeit mit Figuren, Verkörperlichen und Verräumlichen beschrieben. Dabei gibt es zwei Perspektiven, einmal auf die einzelne Problemfigur und dann auf das Zusammenspiel beider Problemfiguren. Man kann das Verhalten, die Überzeugung, die Zwänge, die Verbote der Problemfiguren erforschen. Es geht darum, das Verhalten zu entfalten, mit dem die Partner identifiziert sind und die Problemfigur so weit als möglich zum Leben zu erwecken, damit sich früher oder später Lösungsansätze zeigen. Hilfreich ist es auch, die Reaktionen der Problemfiguren aufeinander deutlich zu machen. Die Partner sollen das gegenseitige Hochschauen nachvollziehen, mit den Motiven, die damit verbunden sind. Je mehr einer das tut, je mehr tut der andere das. Und dadurch wird klar, dass jeder beteiligt ist und keiner für sich alleine Schuld hat. Es ist wichtig, sich bei der Forschung der Figuren und ihrer Reaktionen Zeit zu lassen und gründlich vorzugehen. Je besser die Erforschung der Problemfiguren verläuft, desto eher tauchen Lösungsfiguren auf. Wie gelangt man zu Lösungsfiguren? In den meisten Fällen tauchen diese von selbst auf oder man fragt danach. Schauen wir uns beide Möglichkeiten an. Schon bei der Problembeschreibung der Partner gibt es Hinweise auf Lösungsfiguren, also auf Persönlichkeitsanteile, die gegen die bestehende Identifikation angehen. Wenn man diese Hinweise übersieht, kann man das Problem in Ruhe erforschen. Und dann tritt in einer Paarberatung der gleiche Effekt wie in der Individualberatung auf. Man stolpert ganz von selbst über die im Problem enthaltenen Lösungsansätze. Ich liebe dich doch, ich brauche dich. Es kommt aber keine Liebe rüber. Ich fühle mich überhaupt nicht geliebt. Das stimmt wohl, das ist so. Sobald sich ein Verhalten zeigt, das nicht zu den Problemfiguren passt, kann es sich um Erscheinungen der Lösungsfigur handeln. Je nach Lage der Dinge greift man diese Figur später oder direkt auf. Wenn Partner ihr Problem geschildert haben, kann man auch schlicht fragen, was ist das Problem an der Situation? Oft äußern sich dann der Teil, der von der bestehenden Identifikation außer Acht gelassen wird, also eine Lösungsfigur. Ihr redet nicht viel miteinander? Nein. Nein. Was ist das Problem daran? Naja, dass man sich einsam fühlt. Ja, stimmt schon. Ihr seid also ein gutes Team. Ihr arbeitet gut zusammen. Und was ist jetzt das Problem daran?
ja. Wir sind ein gutes Team, aber sonst passiert auch nichts. Was sollte passieren? Denk mal, vielleicht ein bisschen Nähe? Sie sehen sich? Ja. Die Antworten werden in vielen Fällen von den Lösungsfiguren kommen. Und diese kann man dann zum Leben erwecken und sie in Beziehung zueinander bringen. Zum Erleben erwecken der Lösungsfiguren meint, diesen Namen, Körperhaltung, Gestiken, Mimiken, Überzeugungen, Eigenschaften etc. zuzuordnen. So wie das in den Modulen zur Arbeit mit Figuren und mit Verkörperlichen beschrieben ist. Sind Lösungsfiguren zum Leben erweckt, kann man diese in Beziehung zueinander bringen. Es ist okay, wenn du das tust, was dir gut tut. Und das sehe ich und mach das. Ich lade dich dann gerne mal ein, dass du mitkommst. Und ich würde mich freuen. Und wenn du Angst hast, dann sag mir das doch. Dafür habe ich doch auch Verständnis. Dann stehen sich jetzt zwei offene gegenüber, oder? Ja. Zwei, die sagen, was sie fühlen. Der Berater achtet dann darauf, dass nur die Lösungsfiguren zum Zug kommen. Sollten sich Problemfiguren einmischen, weist man darauf hin und kehrt zu den Lösungsfiguren zurück. Wenn die Lösungsfiguren eine Weile in Kontakt miteinander waren, kann man fragen, welche Beziehung diese Figuren führen. Auch diese Beziehung soll einen Namen erhalten, beispielsweise eine offene oder eine lebendige oder eine vertraute, eine leidenschaftliche etc. Beziehung. Dann kann man prüfen, wie die Partner eine solche Beziehung finden, ob sie die schätzen und ob sie die ausbauen wollen. Wer mehr praktische Beispiele zum Erkennen von Lösungsfiguren braucht, der sollte sich das 8. Modul anschauen, in dem etliche ganze Beratungen demonstriert sind.